Mit nur 52 Jahren starb Mirko Nonchev Anfang Dezember 2021 in Berlin. Prominente Freunde trauern um den begabten Comedian. RTL Samstagnachtkollegin Tanja Schumann teilt nun ihre rührenden Erinnerungen im Podcast exklusiv. Noch immer beschäftigt und bewegt der frühe Tod von Comedian Mirko Nonchev im Alter von nur 52 Jahren die Entertainment-Branche in Deutschland. Am 5. Dezember 2021 bestätigte sein Manager und enger Freund Bertram Riedel die traurige Nachricht gegenüber Bild. Zwei Tage zuvor wurde der LOL-Star tot in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lankwitz aufgefunden. Wie sein Manager später mitteilte, starb Mirko eines natürlichen Todes, die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Tanja Schumann erinnert an Mirko Nonchev, prominente Freunde und Kollegen wie Kristall, 30, Ralf Schmitz, 47, Michael Bulli-Herbig, 53 und Mario Barth, 49, bekundeten daraufhin ihre Trauer in den sozialen Netzwerken. Eine langjährige Wegbegleiterin ist auch Schauspielerin Tanja Schumann, 59. Mirko und Tanja waren beide Gründungsmitglieder von RTL Samstagnacht im Jahr 1993 und waren bis zum Ende der Show im Jahr 1998 gemeinsam für die Fernsehcomedy-Reihe auf Sendung. Im Audionov-Podcast exklusiv, der von Bella Lesnick, 39, moderiert wird, erinnert sich Tanja nun an ihren Kollegen. Es sei ihr ein Herzenswunsch, über Mirko in der Öffentlichkeit zu sprechen. Hugo Egon Balder informierte sie über seinen Tod. Von seinem Tod erfahren hat Tanja von Hugo Egon Balder, 71, der RTL Samstagnacht damals mitproduzierte und Mirko für die Show entdeckte. Hugo war derjenige, der mich informiert hat. Per WhatsApp. Und ich habe nur gedacht, das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Und dann hatte ich ausgerechnet an dem Tag auch noch Doppelvorstellung. Ich dachte nur, ich muss jetzt lustig sein und werde das jetzt auch durchziehen. Ich habe Mirko die Vorstellungen gewidmet und zu ihm gesagt, du verstehst das, Mirko, the show must go on. Mirko Nonchev konnte nicht gut allein sein. Wenn Tanja über die gemeinsame Zeit in den 1990er Jahren spricht, kommen ihr nur gute Erinnerungen an Mirko, der besonders herzlich, uneitel und bescheiden gewesen sei. Mirko hat immer viel gute Laune versprüht.